Es wird total unterschätzt, wie krass es ist, als Make-up-Artist bei Kälte zu arbeiten. Und ich rede jetzt von wirklicher Kälte auf dem Gletscher oder sowas. Mir ist schon mal ein Make-up eingefroren. Mir ist schon mal das Make-up am Gesicht vom Model eingefroren. Da hat man Probleme. Da macht man sich aber hier unten bei 80 Meter über dem Meeresspiegel keine Sorgen. Hallo und herzlich willkommen hier im Schick und bald noch viel schöner Bereich. Heute hau ich richtig raus. Heute gibt es die Kapitalanlage in Sachen Schönheit. Zukunftsweisende Beauty-Hacks jetzt für die kalte Jahreszeit. Keine Angst, ihr hört nicht sowas von, jetzt müsst ihr extra die Wintercreme bestellen. Das hatten wir ja schon abgehakt, das Thema. Dazu haben wir ja schon ein anderes Video gemeinsam. Ich habe es gedreht, ihr habt es geschaut. Also haben wir es gemeinsam erlebt, würde ich mal einfach tollkühn behaupten. Hier sind schon die Produkte, die wir brauchen. Die sind stellvertretend. Also das ist jetzt nicht hier, ihr dürft nur das Haarserum oder diese Klopapierrolle verwenden. Seid übrigens gespannt, in welchem Trick die vorkommt und wie ich sie zum Einsatz bringe. Und keine Angst, wir bauen uns nicht einen Dot am Oberkopf. Sondern es geht wie immer einfach nur stellvertretend um Tipps und Tricks. Und wir legen los. Wir starten rein mit einem Tipp für das Haar. Und zwar einen Anti-Frizz-Tipp. Was ist denn Frizz? Das sind diese kleinen Härchen, die einem irgendwie so zu Berge stehen, die so Antennen im Prinzip. Dann denkt man sich, jetzt habe ich 12 Antennen auf dem Kopf und kann immer noch keinen Radiosender empfangen. Was könnt ihr machen? Weil natürlich versucht man das immer mit Haarspray und dann sind die kurz irgendwie hier und machen so und stehen wieder eins nach oben. Gut, was könnt ihr machen? Ihr fangt bei der Haarwäsche an. Ihr fangt bei der Haarwäsche an, indem ihr nämlich nach dem Haare waschen, wenn eure Haare noch tropfnass sind, Leute. Wenn ihr noch wie die kleine Meerjungfrau unter der Dusche steht, noch nichts frottiert habt, noch nichts abgeknetet oder sonst was, wirklich ins tropfnasse Haar, dann nehmt ihr eine Stylingcreme. Und diese Stylingcreme gebt ihr in euer Haar. Und zwar da, wo euch der Frizz am meisten plagt. Funktioniert bei Locken, funktioniert bei geraden Haaren, funktioniert bei dicken, bei dünnen, bei allen Haaren, die ihr euch vorstellen könnt. Eine kleine, ich würde mal sagen, europäisch erbsengroße Portion. Also wirklich ein Mühe. Das muss nicht viel sein. Und die könnt ihr ins tropfnasse Haar geben. Wenn ihr dann die Haare soft ein bisschen trockener geknetet habt, könnt ihr noch mal ein ganz kleines bisschen nachlegen und hier noch mal am Ansatz glatt streichen. Das ist ein super Tipp. Hat mir ein Kollege mal empfohlen. Mache ich seitdem gerne. Und wie ihr seht, steht da nichts ab, wo nichts abstehen soll. Jetzt kommt schon das Klopapier. Der nächste Tipp geht so ein bisschen darum, wenn ihr oft die Mütze auf und wieder abzieht, man rennt rein, man rennt raus, man ist in Bewegung als moderner Mensch und dieses ständige Mützen auf und wieder abziehen, da kriegt man ja dann auch irgendwann die elektrisierten Haare, die einem zu Berge stehen. Und da gibt es folgenden Tipp. Nicht lachen, hear me out, trust the process, wie andere YouTuber sagen würden. Ihr nehmt ein Stückchen Klopapier und sprüht da Haarspray drauf. Was passiert jetzt? Außer, dass euch Leute, die das nicht verstehen, anschauen und sich denken, jetzt komplett durchgedreht. Die Feuchtigkeit wird vom Klopapier aufgenommen, soll auch so sein. Die Wachse werden jetzt an eure Haaroberfläche abgegeben. Ihr könnt das einfach hier so oben drüber streifen. Es ist nicht nur bombastisch, um generell die Haarkontur zu beruhigen. Die sieht nämlich dann aus wie in einem Madonna-Video aus den 90ern. Sondern die Wachse legen sich jetzt auch schützend auf euer Haar. Und wenn jetzt euer Haar beim Mütze an wieder ausziehen sich denkt, yeah, electrify, dann sagt der Wachs, wow, ganz ruhig. Ich habe dich ein ganz kleines bisschen beschwert und du kannst jetzt gar nicht mehr so zu Berge stehen. Super Tipp für die kalte Jahreszeit. Gegen Helmhaare. Also ist eine Frage reingekommen, wann genau macht ihr das? Berechtigte Frage. Das macht ihr natürlich, wenn ihr morgens eure Haare stylt. Das wird nicht unterwegs gemacht. Also ihr müsst jetzt nicht mit der Klorolle das Haus verlassen und dann, wenn ihr irgendwo beim Arzt reinkommt, so, Moment mal, kurzen Augenblick. Nee, das macht ihr einfach am Morgen. Nachdem wir jetzt das Mützenhaar behandelt haben, kümmern wir uns auch um die Schalhaare. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind ja richtig fies. Ab einer gewissen Haarlänge reiben die Haare natürlich überall am Schal. Und wenn man abends dann den Schal aussieht oder wann auch immer man den Schal aussieht, hat man irgendwann dann einfach so zwei so Wollklumpen irgendwo in der Haarmitte. Und die muss man dann in Kleinstarbeit wieder irgendwie rauskämmen. Da hilft es am besten, silikonhaltiges Haarserum zu verwenden. Weil das Verwirren verhindert. Die Haare sind dann nicht mehr so verwirrt. Reicht ja, wenn ich verwirrt bin. Und da könnt ihr das schön in die Längen geben. So einstreicheln. Nicht zu fest drücken.
Ich möchte keine große Reizung hier erzeugen, aber ich möchte gerne, dass die Haare von allen Seiten geschützt werden und nicht mehr so leicht verwirren. Das ist schon alles. Könnt ihr auch mit Haaröl machen. Ich persönlich mache es lieber mit einem flotten Silikon. Bringt bei mir tatsächlich mehr. Bei Haarölen habe ich das Gefühl, es ist eine objektive Beobachtung, dass es meine Haare einfach strähnig macht. Und wenn ich das mehrmals mache. Und hier, das kann ich so oft, wie ich will, ins Haar geben. Das ist dieses Bond Repair Leave-In Serum. Unfassbar ergiebig. Ich habe das jetzt seit Januar und es ist gerade mal so viel verbraucht. Das ist sehr ergiebig. Auf jeden Fall hilft das gegen die Schalhaare. Sagen wir, wie es ist. Schal weglassen hilft natürlich auch gegen Schalhaare, aber das ist keine Option, weil ich bin eine studierte, ausgeprägte und mit Diplom versehene Frostbeule. Ich brauche einen Schal, auch schon bei 4 Grad. Das reicht mir dann schon. Ich brauche einen Schal und deswegen Silikone gegen Schalhaare. Ich habe neulich ein Video gedreht bei Instagram, TikTok und als Shorts habe ich es, glaube ich, auch hochgeladen. Da ging es um eine rote Nase in der Winterzeit. Da habt ihr mir geschrieben, was ihr sonst noch so für Sorgen rund um den Winter habt oder durch den Winter hindurch. Und da kam eben auch ganz oft das Feedback, dass ihr das Gefühl habt, dass Reinigung im Winter eure Gesichtshaut ein bisschen austrocknet. Das kann natürlich vorkommen. Es passiert am besten. Ich sage es nur gleich vorab. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr morgens wirklich mit Wasser reinigt. Nur mit Wasser ist ein bisschen wenig. Nehmt ein Waschi, ein Mikrofasertuch, durchfeuchtet es lauwarm und geht wirklich einmal gründlich auch in kreisenden Bewegungen über euer Gesicht. Warum nicht? Weil ich sage, ihr seid morgens schon kleine Dreckspatzen oder Schmutzfinken. Nein, es geht da ein bisschen um die Rückstände der Nacht. Das sind einerseits die Pflegewirkstoffe des Vorabends, wo noch Rückstände auf eurem Gesicht sind und natürlich auch die Tatsache, dass wir nachts schwitzen und auch da ein bisschen Talg und Fette auf der Haut sind, die entfernt werden sollten, damit eure Haut weiter super schön und porentief gereinigt ist, damit dann auch im nächsten Schritt die Pflege für den Tag aufgenommen werden kann. Aber wenn ihr sagt, boah, ich kriege keinen Waschschaum mehr auf meiner Haut, besonders am Morgen trocknet das meine Haut aus, dann macht es mit einem Waschi oder einem Mikrofasertuch einfach lauwarmes Wasser durchfeuchten und durch euer Gesicht bewegen, dann nicht abtrocknen. Lasst es einfach auf der Haut trocknen, gebt ein Feuchtigkeitsserum und eure Tagespflege darüber. Heizungsluft kann die Haut austrocknen. Es gibt Menschen, die reagieren da ganz besonders empfindlich drauf. Im Besonderen um die Augen. Die Haut da ist sehr dünn, die ist generell eher trocken. Das heißt, sie braucht dann extra an Pflege. Rund ums Jahr, aber vielleicht sogar mehr im Winter. Und meine liebste Kombination ist für den Tag eine feuchtigkeitshaltige Augenmaske und für den Abend eine reichhaltige Augenmaske. Deswegen verwende ich persönlich am Morgen, ich sag's wie es ist, meine Eye Patches. Die sind sehr feuchtigkeitshaltig, die sind aus Biozellulose gefertigt. Das ist ein Material, was einerseits die Feuchtigkeit speichert. Das heißt, bitte nicht wundern, dass die nicht in Feuchtigkeit schwimmen, so wie Hydrogel-Patches. Die holt man ja immer raus und hat das Gefühl, man hat gerade einen Fisch gefangen. Das ist total flutschig und tropft überall hin. Und die rutschen auch gerne mal runter. Das machen die hier nicht, weil die aus Biozellulose gefertigt sind. Ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen, wie gut die halten. Und die Biozellulose ist von der Beschaffenheit. Ihr müsst hier einmal das Papier entfernen. Das ist wichtig. Das ist zum Schutz der Biozellulose, damit die Biozellulose auch wirklich sich nicht verbindet und die Feuchtigkeit da drin bleibt. Und dann verbindet sich das mit eurer Haut, also wirklich komplett. Ihr seht es hier, das ist, rutscht nicht, es ist einfach fest auf der Haut. Ich kann jetzt die Hand schütteln, wie ich will. Das heißt, ihr könnt machen, während ihr die drauf habt, was auch immer ihr machen wollt. Startet einfach gemütlich in den Tag. Die Feuchtigkeit ist in der Biozellulose. Das ist wie so ein Netz, speichert die Feuchtigkeit. Deswegen ist da auch nicht extra Flüssigkeit, also die sind nicht deswegen trocken, nur die Feuchtigkeit ist eben in dem Patch und gibt es jetzt an eure Haut ab. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das ganz einfach wieder lösen. Also die Patches haben einen aufhellenden Effekt, einen feuchtigkeitsspendenden Effekt, einen kühlenden Effekt und sind deswegen rund ums Jahr geeignet, aber ganz besonders für die extra Portion Feuchtigkeit am Morgen, bevor ihr im beheizten Büro sitzt, sind die natürlich genial. Gebt danach einfach
eure Tagespflege darüber, damit die Feuchtigkeit auch in der Haut gespeichert werden kann. Und am Abend nehme ich diese Hydroxy Eye Love Maske. Da könnt ihr natürlich auch andere Patches nehmen und Feuchtigkeit in eure Haut bringen. Ihr könnt auch von mir aus ein Serum auftragen. Das hat einen anderen Effekt, weil das Serum kommt kurz auf die Haut und durch die Körperwärme vaporisiert das natürlich auch. Das heißt, ihr habt nicht so einen nachhaltig aufsaugenden und aufplusternden Effekt wie bei den Patches, aber ich will euch hier gar nicht meine Patches verkaufen, sondern ich sage nur, Feuchtigkeit in die Haut bringen am Morgen und dann über Nacht eine nährende Maske. Ich mache sogar teilweise im Winter so, dass ich abends nochmal die Patches verwende und die Maske darüber gebe, dass einfach die Haut über Nacht richtig, richtig gut versorgt wird. Und wenn ihr jetzt sagt, die I Love Maske von Hydroxy ist nicht euer Fall, ihr nehmt irgendwas anderes, macht das gerne. Wichtig ist nur einfach tagsüber Feuchtigkeit, abends wirklich nährend und schützend und regenerierend. Ich nehme diese Augenmaske aber nicht nur an den Augen, sondern ich nehme die auch wahnsinnig gerne auf den Lippen her. Ich habe eine Neurodermitis, die sehr launisch ist. Manchmal kommt die hier so an der Stirn, manchmal kommt die an der Seite der Wangen. Momentan habe ich sie ganz stark an den Lippen. Die Lippen sind wahnsinnig trocken, egal was ich drauf schmiere. Egal. Fast egal. Hier habe ich das kleine gallische Dorf, was Widerstand leistet. Und zwar nehme ich eine Kombination aus einem Feuchtigkeitsserum, das ich erst auf meine Lippen gebe. Und im zweiten Schritt mache ich wieder die I Love Maske, gebe ich darüber, massiere sie ein. Das mache ich über Nacht relativ dick und pastos, wie der Künstler sagt. Das heißt, ich trage richtig dick auf, besonders am Rand. Und es ist ein absoluter Lebensretter. Das heißt, wenn ihr unter trockenen Lippen im Winter leidet oder bei der Heizungsluft oder vielleicht seid ihr viel draußen, kriegt viel von dem kalten Wind ab, der gerade so durch die Gegend bläst, dann gebe ich euch den Tipp, ein Feuchtigkeitsserum mit einer Fett- oder einer nährenden Augenpflege zu kombinieren, das beides auf den Lippen aufzutragen. Ihr könnt es natürlich auch tagsüber dünn draufgeben, aber diese Nacht, die ganze Nacht, wo das so wirklich richtig schön einwirken kann, die ist absolut essentiell und wird eure Lippen von Nacht zu Nacht verbessern, versprochen. Jetzt kommt der beste Tipp, wirklich, für eure Hände, die wahrscheinlich auch im Winter ganz schön leiden. Also meine tun das zumindest mit dem vielen Händewaschen. Ich verrate euch jetzt einen Tipp, wie die total schön werden. Hat auch wieder mit morgens und abends, ihr kriegt jetzt eine kleine Handpflegeroutine. Und zwar gebt ihr am Abend Retinol auf eure Handrücken, cremt das so ein. Das ist super gegen jegliche Form von Flecken. Bitte nicht im Sommer machen, das ist wirklich ein reines Wintertreatment. Gebt das auf eure Haut. Je nachdem, wie das formuliert ist, wartet ihr kurz und gebt dann nochmal eine Pflege drüber. Das hier ist eher cremig, deswegen kann ich das abends auch alleine auf meine Hand geben. Bin ich über die Nacht in meinem Dornröschen Schönheitsschlaf und am Morgen nehme ich keine Handcreme, sondern ich nehme Sonnenpflege. Gebe die einfach reichlich auf meine Hand und verwende die ganz normal, wie ganz normale Handpflege auch. Massiere die ein, wirklich über den ganzen Finger, Handteller, Handrücken, alles. Creme meine Hände ein, weil ich so über den Winter sehr viele von diesen Flecken loswerde. Und zweitens, also es ist jetzt nicht so, dass ich da mega viele Altersflecken habe oder sowas, aber ich habe halt einfach kleine wie so Sommersprossen und die kriege ich damit über den Winter weg. Ich kann im Winter Retinol auch auf den Hand, was ist das denn? Der Handrücken ist das, oder? Ja, auf dem Handrücken verwenden, weil ich nicht so eine starke UV-Einstrahlung habe. Und kombiniert mit der Sonnencreme, das hat mir nämlich mein Hautarzt empfohlen, der hat zu mir gesagt, weil ich gefragt habe, so, okay, was ist denn die beste Handcreme? Und er so, Sonnencreme, nimm immer Sonnencreme als Handcreme, dann kann dir überhaupt gar nichts passieren, weil die einerseits sehr versorgend ist, aber eben auch sehr schützend und gerade die Hände wollen geschützt werden. Das heißt, ich habe eine Sonnencreme immer rund ums Jahr in meiner Handtasche und im Winter verwende ich die eben mit nachts Retinol. Da müsst ihr auch nicht dieses Retinol nehmen. Ich sage euch ganz genau, warum ich das nehme. Ich habe ein bisschen viel eingekauft vielleicht, weil ich ein Retinol-Thema hatte und dann hatte ich ganz viele angebrochene Produkte und dann habe ich erstmal meinen gesamten Freundeskreis mit diesen angebrochenen Produkten ausgestattet, habe selbst ganz viel davon genommen, aber die Sachen laufen ja auch ab und das ist ein Produkt, was übrig geblieben ist, weil ich nämlich noch andere Produkte für mein Gesicht nehme und dann dachte ich mir, bevor es verkommt, nehme ich es halt für die Hände. Das ist die Geschichte. Ansonsten könnt ihr auch gerne, es gibt von Balea diese Nachtcreme, die hat auch Retinol. Nehmt die einfach
auch total in Ordnung. Die ist ja sehr günstig. Also ihr müsst jetzt kein hochpreisiges Retinolprodukt verwenden. Just saying. Was bei mir auch immer im Winter ganz besonders zum Vorschein kommt, ist eine trockene Nagelhaut. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Nagelhautprobleme und deswegen ärgert mich das ganz besonders, wenn ich sie dann habe. Und da nehme ich einfach, also hier in dem Fall nehme ich diese Aquaphor-Salbe, die ist von Eucerin, und die könnt ihr, also die ist auch so wahnsinnig ergiebig. Ich nehme die auch manchmal für die Lippen, ich nehme die manchmal für einen trockenen Ellenbogen, für meine Füße. Also ihr könnt die eigentlich für alles hernehmen und die massiere ich dann am Abend so richtig schön in meine Nagelhaut ein. Für einen Tag ist mir dieses Treatment ein ganz kleines bisschen zu fettig, da fällt mir nämlich dann auch alles aus der Hand, aber für die Nacht ist das ziemlich perfekt. Und dann massiere ich das schön ein. Dabei immer liebe Gedanken, ja? Also nicht so, der blöde Nagelhaut, sondern ja, so wie man sein geliebtes Kind eincremen würde, wird da jeder Finger wird lieb gehabt, so, alles wird wieder gut. So. Und wenn das dann passiert ist, könnt ihr euch wieder ins Bett legen. Dorngröschen schlafen. So. Es gibt noch einen Tipp, den hatte ich jetzt gar nicht so vorgesehen für heute, aber der ist auch wirklich, wenn ihr richtig trockene, rissige Hände habt im Winter, könnt ihr ein Duschöl zum Händewaschen verwenden. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ich sag's euch wirklich. Das ist ein Öl, was aufemulgiert, aber was nicht so schäumt, was keine Tenside hat und was einfach die Haut nährt, während ihr sie reinigt. Und das ist auch nochmal ein Tipp. Also gerade wenn ihr sagt, oh, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das in den Griff kriegen soll, Duschöl ans Waschbecken stellen und zum Händewaschen verwenden. Und dann gibt's noch zwei Sachen, die ich euch aus meiner Expertise als Make-up-Artistin gerne mit auf den Weg geben möchte. Es gibt nämlich zwei Sachen, die ich Make-up-technisch bei kalten Temperaturen eher mit Vorsicht genießen würde. Das erste sind Long-Lasting-Produkte. Das heißt, Produkte, die sagen, ich halte 24 Stunden und die so richtig auf die Haut kommen, matt. Also mattierende Produkte sind das auch oft. Die haben so wirklich schnellflüchtige Substanzen, die verdampfen hört sich jetzt krass an, aber die im Prinzip sich verflüchtigen und dann hält das Make-up besonders gut auf eurer Haut. Das betrifft besonders Concealer und Foundation. Das kann im Winter super gut gehen. Es kann aber auch eure Haut deutlich gestresster und staubiger und nicht unbedingt schöner aussehen lassen. Deswegen würde ich im Winter eher auf cremigere oder Serentexturen, also alles, was so ein bisschen pflegender ist, einen großen Pflegeanteil hat, trotzdem pigmentiert ist, da würde ich eher drauf setzen, um eine schöne Haut über den Winter zu haben. Long-Lasting-Produkte können gerade auch mit Heizungsluft einfach dann sich verfärben, nicht stabil bleiben, sich unschön auf eurer Haut absetzen. Ich sage, Long-Lasting sind für mich so Frühling- und Herbstprodukte. Im Winter wäre ich damit vorsichtig und auch im Sommer, weil im Sommer können die wiederum durch das Schwitzen sich lösen und dann schwimmen die auf der Haut. Ihr braucht etwas, was sich sowohl im Sommer als auch im Winter gut mit eurer Haut verbindet. Nehmt dann lieber noch zusätzlich einen Puder und das ist der nächste Punkt, zu dem ich jetzt komme. Es ist nämlich so, dass natürlich, gerade wenn die Haut trocken ist, markiert Puder. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, meine Haut ist trocken, aber irgendwie trotzdem ölig, ist es ein Zeichen dafür, dass eure Haut Feuchtigkeit fehlt. Wenn ihr sagt, ihr wollt trotzdem euer Make-up haltbar machen, macht das wie folgt. Schnappt euch ein pflegendes Feuchtigkeitsspray. Das heißt also jetzt nicht unbedingt ein Setting-Spray oder nicht unbedingt, es sollte auf jeden Fall ein Setting-Spray sein, was auch ein, die nennen es dann oft Refresh-Spray ist oder ein feuchtigkeitshaltiges Spray oder ein Gesichtstonic zum Aufsprühen. Sowas könnt ihr verwenden, also etwas, was eure Haut ein bisschen versorgt. Das gebt ihr auf einen Beauty-Blender oder ein Make-up-Schwämmchen und tragt dann euren Puder einfach feucht auf. Und dann habt ihr auch kein Problem, dass eure Haut irgendwie austrocknet durch den Puder. Dann wird zwar mattiert, und es wird auch euer Make-up mit der Haut verbunden und teilweise auch fixiert, je nachdem, welchen Puder ihr verwendet. Aber ihr habt am Ende nicht das Problem, dass eure Haut irgendwie staubig und trocken aussieht. Ihr könnt natürlich auch das Spray nochmal über alles drüber geben. Aber eigentlich ist der wirkliche Power-Move, sage ich jetzt mal, wenn ihr das Schwämmchen mit dem Feuchtigkeitsspray schon durchfeuchtet und dann in den Puder geht. Da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass er irgendwie versiegelt wird. Und wenn ihr euch da sorgt, dann könnt ihr ja so ein ganz kleines bisschen, das war jetzt ein bisschen mehr als ein bisschen, in den Deckel geben oder auf den Handrücken, wie auch immer ihr es dann auf euer Schwämmchen bringen wollt.
ihr könnt das ja separieren, wenn ihr Angst habt, aber eigentlich passiert mit dem Puder nichts, wenn ihr da mal mit einem feuchten Schwämmchen reingeht. Es sollte loses Puder sein und kein festes Puder, gepresstes Puder, weil da natürlich immer die Chance besteht, dass die oberste Schicht versiegelt. Aber da wisst ihr natürlich auch den besten Profi-Tipp von allen. Sollte mal eine oberste Schicht vom Puder versiegeln, das heißt also, ihr habt das Gefühl, ihr kommt da gar nicht mehr so richtig dran. Meistens passiert das durch Hautfette, wenn ihr mit einem Pinsel zu oft auf dem Gesicht und trotzdem im Produkt wart und vielleicht auch nicht so regelmäßig eure Pinsel reinigt. No judgment hier, wirklich, ich meine das ganz ernst. Dann kann es sein, dass sich die oberste Schicht versiegelt, verschließt durch die Öle. Nehmt einfach ein Paketband oder Tesafilm, legt es auf euer Produkt, zieht es ab, dann werden die Öle gelöst und der Puder ist wieder wie neu. Jetzt habe ich hier wieder Tricks rausgehauen und Tipps rausgehauen. Jetzt muss ich erstmal wieder durch die Welt schwadronieren, nee, Lust wandeln und mir ein paar Tipps irgendwie, die fallen mir oft auch so im Kontakt ein. Das ist wirklich so, dass ich mir dann denke, ach, das wäre doch auch gut. Oder wenn ich Menschen beobachte, denke ich mir, das könnte doch auch ein Problem sein, für das ich einen Tipp weiß. Gut, also wie auch immer, es war wunderbar mit euch, es war wunderschön. Ich hoffe, ich habe euch ordentlich weiterhelfen können. Falls ihr noch Tipps und Tricks kennt, wo ihr sagt, so Moment mal, das hat sie jetzt aber vergessen, dann schreibt die doch bitte in die Kommentare, da freue ich mich immer sehr. Ansonsten freue ich mich auch auf nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen. Solltet ihr mich zwischenzeitlich vermissen, dann findet ihr mich bei Instagram und TikTok und natürlich auch immer hier. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und fühlt euch fest in den Arm genommen. Bis dann, tschüss und bleibt gesund, ganz, ganz wichtig, bleibt gesund. Also ich könnte mit meinen Tipps und Tricks ja total, wie heißt das bei Game of Thrones? Ich weiß nur, dass der Winter da immer kommt, aber wie heißt das nochmal? Ich muss das alles nochmal gucken. 800 Folgen.